Man vorhin schon an den einigen Zwischenapplausen für freie Software festgestellt hat, ist in dieser Community der Grundgedanke sehr wichtig, dass Daten frei sind und überall hinfließen sollen. In vielen Ländern auf der Welt gibt es allerdings Zensur. Und um diese zu umgehen, beschäftigen sich Aktivistinnen und Aktivisten meistens mit der Softwareseite, also wie man diese Zensurmaßnahmen umgehen kann, indem sie zum Beispiel VPNs oder den Tor-Browser verwenden, um da von Softwareseite drumherum zu kommen. Wie man sich allerdings diesem Problem auch von einer Hardwareseite nähern kann, das erklären uns jetzt Julian und Pascal mit ihrem Projekt Data Over Borders. Einen herzlichen Applaus. Ja, schönen Dank. Ja, wie gesagt, Zensur ist scheiße. Und da kommt unser Projekt ins Spiel mit dem schönen Kürzel DOB, also Data Over Borders. Die Idee dahinter ist, dass wir möglichst billige Hardware zur Verfügung stellen, in dem Falle eben in ESP32 und eine MicroSD-Karte, das sind 10 Euro ungefähr, die sozusagen an Massen verteilen können. Jeder sozusagen Dateien auf diese SD-Karte packen kann, im besten Fall eben Informationen, die ja, diese Zensur umgehen können, also eben freie Artikel. Und dann diese Geräte eben die ganze Zeit mitgeschleppt werden und sobald zwei sich nahe genug kommen, dass sie sich sozusagen ihr WLAN sehen, die Dateien austauschen und ja, dann an den nächsten weitergeben. Also so ein bisschen wie eine Eimerkette, der eine bringt die Daten ins Land, der nächste übernimmt sie und so verteilt sich das dann langsam durchs Land. Genau, ich möchte es kurz demonstrieren, was zu sehen ist. Ich habe hier einmal die eine SD-Karte. Ja, man sieht, auf dieser SD-Karte liegt aktuell nicht so wirklich was drauf. Und hier drüben haben wir bräuchten mal die Kamera von oben. Genau, wir haben zwei so eine Chips hier liegen, die SD-Kartenleser dran haben. Und wenn wir jetzt quasi auf, wie man gerade auch auf unseren Slides eigentlich gesehen hatte, auf der anderen SD-Karte liegen ein paar Dateien drauf. Und wenn ich jetzt die mit dem Strom verbinde hier, dann fangen die an, sich zu synchronisieren. Das dauert einen kurzen Moment. Die entdecken sich sozusagen und übertragen sich dann in relativ kurzer Zeit die Dateien. Ja, wir sehen hier gerade kurz noch Ausgaben. So, jetzt ist es, hat die Übertragung stattgefunden. Das muss man später noch ein bisschen besser dem User signalisieren, was er jetzt da gerade übertragen hat. Wir sehen jetzt, das ist dieselbe SD-Karte. Wir bräuchten noch mal kurz das Laptop-Bild. Eher den Bildschirm. Also, man sollte jetzt, ja genau, jetzt sieht man es, dass man hier ein paar Dateien hat, die jetzt quasi synchronisiert wurden. Das war dieselbe SD-Karte, unter anderem dieses kleine ASCII-Art. Das kann man jetzt ja mit beliebigen Dateien eigentlich machen. Ja, wie funktioniert das jetzt mehr oder weniger? Ja, beide spannen ein WLAN auf, gucken, dass sie eben ein WLAN unter dem entsprechenden Namen finden. Wenn sie das tun, einigen sie sich, wer sozusagen zuerst die Daten sendet. Dann wird eben alle Dateien der Reihe nach durchgegangen. Werden, ja, werden geöffnet, Stück für Stück übertragen und danach das Ganze noch in die andere Richtung und dann fertig. Genau, was führt zu Problemen? Ja, man hat zwei WLANs, die sind exakt gleich, also selber SSID oder selber Name, selbes Passwort. Da verbindet man sich dann halt mal schnell mit sich selber und das führt zu interessanten Fehlern, wo man erstmal drauf kommen muss, woher die kommen. Weiterhin sollte man achten, dass die Protokolle zwar eigentlich sowas haben, was sich Sicherheit nennt, aber man muss dann halt trotzdem irgendwie darauf achten. Genau. Und daraus schlussfolgern wir, upala. Ja, dass Sync fast das Einfachste bei so einem Off-Grid-Projekt ist. Genau. Falls ihr unseren Source-Code haben wollt, könnt ihr ihn hier finden.
und euch selber sowas bauen. Ja, genau, das Mikro habt ihr dabei. Perfekt. Das fand ich auch super spannend, was ihr vorgestellt habt, wirklich mal von einer ganz anderen Richtung sich einem alten Problem zu lösen. Ihr seid doch beide schon so alte Hasen, oder? Ihr wart doch schon häufiger dabei. War das jetzt das erste Mal, dass ihr was mit Hardware gelötet gemacht habt oder habt ihr das bei vergangenen Projekten auch gemacht? Habt ihr jetzt mal was Neues ausprobiert oder war es immer schon früher auch so eine Mischung aus Hardware und Software, wenn ihr was gemacht habt? Also zumindest ich bin jetzt das fünfte Mal bei JugendHack. Ja, vierte. Also schon einmal über Bingo? Ja, vierte Mal, glaube ich. Ja, auf jeden Fall fast immer was mit Hardware. Ich finde das auch gerade, da ist JugendHack eben schön, weil man eben aus den ganzen Maker Labs mal unterschiedliche Hardware zur Verfügung hat und eben mal Projekte auch angehen kann, für die man zu Hause eben nicht unbedingt die Mittel hat oder eben die Hardware. Ja, also dementsprechend versuche ich das eigentlich immer ein bisschen auszureizen. Einmal mit allem rumspielen. Wie war es bei dir? Ja, bei mir ist das so, dass ich eigentlich bisher eher so Hardware eher den kleineren Part gespielt hat. Und dieses Jahr war es mal das erste Mal sozusagen, wo ich ein Projekt, wo wirklich die Hardware im Vordergrund stand. Wo du auch mal ein bisschen was anderes ausprobiert hast, womit du noch nicht so viel zu tun hattest. Ja, genau. Okay. Eine letzte Frage, die mich noch interessieren würde. Ihr habt das eben schon so am Rand so ein bisschen angesprochen, den Aspekt der Sicherheit. Denn jetzt geht es ja darum, irgendwie Daten hin und her zu übertragen, vielleicht auch in Kontexten, die sowieso schon gefährlich sind. Ich meine, wenn man in einem Land ist, wo es eh schon Zensur gibt, dann wollen die ja vielleicht auch nicht, dass die Daten frei fließen. Und habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht, was ist denn mit so typischen Interception-Man-in-the-Middle-Attacks? Also was ist, wenn ich mich jetzt hier irgendwie, wenn ich sage, oh super, da sind diese Aktivistinnen und Aktivisten und die wollen ihre Daten austauschen. Ich habe auch ein paar Daten, denen ich gerne mal aufspielen wollte. Und dann habt ihr irgendwie zack, zack, irgendwelche Malware auf dem Rechner oder irgendjemand versucht darüber, über die Schnittstellen das auszulesen oder sich auf den Rechner zu hacken. Ja, also erstmal ist es verhältnismäßig schwierig, jetzt in dieses Netzwerk, ich sage mal, zufällig was reinzukriegen, weil man ja erstmal jemanden erwischen muss, der eben gerade mit so einem Ding draußen rumrennt. Also ja, man müsste eben wirklich, was weiß ich, eine große Stadt komplett abdecken und schauen, okay rennt da gerade irgendjemand mit so einem Gerät rum? Ja. Oder man müsste wissen, wo die Leute sich treffen. Ja, dann könnte man natürlich auch noch solche Späße machen, wie die ganzen Dateien signieren und eben, ja, dann Zertifikate etc. Könnte man theoretisch später draufbauen, wenn man das noch sicherer machen wollte. Sollte nicht das Problem sein. Okay, cool. Super, dann vielen herzlichen Dank für die Erklärung und danke für das schöne Projekt. Einen herzlichen Applaus.